Moinsen, Freunde der Sonne. Ich habe seit dem letzten Le Mans Ultimate Video mal so ein bisschen recherchiert, geguckt und so einige Sachen, ja, gefunden, die mir persönlich weitergeholfen haben, das Spiel ein bisschen mehr zu mögen, als ich es vorher schon gemocht habe. Und dazu springen wir mal kurz ins Spiel rein. Und zwar folgendes hat sich jetzt seit dem Hotfix 1 geändert. Man kommt mit der Steuerung, Shift und... Ganz schön warm heute. Also hier mit Steuerung, Shift und der Taste neben Backspace kommst du in das FOV-Menü, falls du es nicht in dem Config-File machen möchtest, sondern hier drüber einstellen möchtest. Da öffnet sich dann das hier und da kannst du dann genau dieselben Einstellungen tätigen, die du auch getätigt hast im Config-File. Hierzu ein kleiner Hinweis. Es kann sein, weil irgendwo hier hinten, also irgendwo hier ist eine Tastenkombination mit Steuerung Shift, die dir irgendeinen Modus anmacht. Frag mich nicht, welches es ist. Ich habe es leider noch nicht rausgefunden. Aber wenn wir in die Settings gehen, in das Settings-File, was du findest unter Programme, Steam, Steam-Apps, Common, Le Mans Ultimate, User Data, Player, und dann hier das Setting-File öffnest, kannst du hier drinne suchen, TGM, und dann hast du hier Display TGM steht auf 0, auf 1. Das sollte aber auf 0 stehen. Falls das auf 1 steht, kann es sein, dass du nicht in Multiplayer-Sessions joinen kannst. Multiplayer-Sessions ist auch ein sehr gutes Stichwort, denn ich konnte die ganze Zeit, seitdem es rausgekommen ist, keine Multiplayer-Session joinen. Ich zeige euch das mal kurz. Also ich habe mich in der Vergangenheit immer versucht anzumelden in Multiplayer-Sessions und ich bin hiermit einfach hängen geblieben. Das hat die ganze Zeit einfach nur geladen und nichts gemacht. Bis ich letzte Woche im Stream war bei Dan Suzuki und meinen ersten Fix, den ich hatte, den ich euch gleich danach im Anschluss nochmal erzähle, meinen Fix erklärte und dann dort ein sehr netter Zuschauer namens Cucumber drin war und mir gesagt hat, Dizzy, probier doch mal das hier. Und währenddessen wir jetzt hier Klingelingeling im Kreis drehen, drücke ich einfach mal ganz kurz hier oben auf die Einstellung, gehe wieder zurück in das Menü, möchte jetzt hier eine Session beitreten, möchte jetzt Training beitreten und gehe dann in diese Session rein und kann dann joinen. Also der ganze Trick an der Sache, um hier reinzukommen, war einfach nur in die Option zu gehen, wieder zurückzugehen, um dann auf den Server joinen zu können. Bis dato scheint das Problem, und das konnte ich zumindest so einsortieren, also das Problem hängt damit zusammen, dass Le Mans Ultimate aktuell wohl noch kein 4K unterstützt. Wie ihr seht, stürzt das Spiel auch ab und zu immer noch mal ab, was bei mir auch wirklich nur an 4K liegt und nicht an dem Spiel selber. Denn hier kommt der andere Fix. Als ich meine Auflösung runtergestellt habe auf Triple Screen 1440p, konnte ich jedes Mal ohne Probleme in das Spiel reinjoinen. Das heißt also, wenn ich hier in dem Config-File anstatt mein 11.520x2160 7.560x1440p reinschreibe, kann ich easy peasy dem Game joinen. Ohne irgendwelche Probleme. Bei 4K, oben auf Einstellung, zurück und dann joinen. Ich hatte ja auch in meiner ersten Einschätzung zu Le Mans Ultimate euch davon berichtet, dass das Menü sehr laggy ist. Das Menü hängt auch von der Auflösung ab. Das heißt, auch wenn du jetzt weniger Auflösung hast als meine Wenigkeit mit Triple 4K, solltest du echt weniger Probleme haben. Also bei mir liegt es halt echt daran, dass ich halt hier gerade in 4K unterwegs bin. Eine Kleinigkeit möchte ich aber euch noch im Spiel selber zeigen. Wenn ich jetzt hier nochmal auf Beitreten drücke, kann ich euch auch gleichzeitig nochmal den Fader zeigen, dass der auch reproduzierbar ist. Wir drücken jetzt hier auf Practice Session 6 und ihr seht, hier geht nichts. Hier ist komplett tote Hose. Hier ist einfach, der dreht sich jetzt 10 Stunden im Kreis und wir können nicht reinjoinen. Wir klicken daneben, wir gehen auf das in die Option, wir gehen wieder zurück, wir sagen Beitreten, wir sagen Fortsetzen, wir nehmen das Auto, wir wählen den Server aus und wir joinen. Und das funktioniert zu 100%. Das funktioniert jedes Mal, wenn du nicht in eine Session kommst. An meinem PC hat es jetzt hingehauen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du noch irgendwie einen anderen Fehler, warum du nicht joinen kannst und konntest ihn beheben. Dann lass uns das mal gerne in den Kommentaren wissen, weil so können wir uns untereinander helfen.
Mir ist aber auch hier an der Stelle noch eine Kleinigkeit aufgefallen, dass mein Game schon wieder abgestürzt ist beim Join. Gut, diese. Also das bleibt auch nicht aus. Mein Game crasht einfach exorbitant viel. Also gerade durch Triple 4K. Und nee, 1440p ist keine Option, weil das sieht wirklich nicht schön aus, wenn du hier drinnen sitzt. Und das möchtest du auch ehrlich gesagt nicht. Deswegen nehme ich das, was hier gerade aktuell passiert, in Kauf. Und ich hoffe, dass das bei euch nicht ganz so extrem ist mit dem, ja, mit dem Disconnecten und Connecten. Das kann jetzt natürlich aber auch wieder sein, dass wir den anderen Bug mit dem TGM haben. Also wenn wir jetzt nochmal reinjoinen und dir passiert das häufiger, dass du nicht reinkommst, kannst du wieder nach der TGM-Geschichte gucken. Aber hier können wir auch nochmal zeigen, hier tut sich nichts, wir kommen nicht rein. Wir können einfach wieder an der Seite klicken, gehen in die Option, gehen wieder zurück, sagen Team beitreten, Practice beitreten, sagen beitreten, wählen uns einen Server aus und sind instant drin. Tada! Und jetzt werden wir wahrscheinlich wieder abschmieren, weil es TGM nicht auf 1 ist, sondern auf 0. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Wir haben ja vorhin über TGM gesprochen. Jetzt habt ihr eben gerade, nachdem wir jetzt mehrere Male versucht haben zu joinen, seht ihr, dass hier TGM-Display steht auf 1. Das sollte auf 0 stehen, damit wir joinen können. Ich mache das jetzt hier aus, ich speichere das und dann gehen wir rein und dann zeige ich dir, dass du jetzt wieder reinjoinen kannst. Das heißt, falls das immer bevor du drinne bist, also du joinst zwar und die schmiert immer das Game ab, dann solltest du mal in die Settings gucken, dass du das TGM umstellst. Und das zeige ich dir jetzt, dass es das war. Und ich habe das Gefühl, für LoL Ultimate muss man ein halbes Studium abschließen, um irgendwie mal fahren zu können. Es ist eine Early Access. Sie patchen sehr, sehr eifrig und sehr viel, was sehr schön ist. Und ich hoffe, dass solche Sachen bald demnächst behoben werden. Aber hier auch nochmal für dich. Wir wollen jetzt beitreten. Wir sagen einfach, wir nehmen den Aston. Wir nehmen den Server. Wir nehmen die 8. Es tut sich wieder nichts. Wir können nicht reinjoinen. Wir machen das wieder zu. Wir gehen in die Option. Wir gehen wieder zurück. Wir gehen auf Beitreten, wir sagen Fortsetzen, wir sagen Training beitreten, wir wählen einen Server aus und er lädt. Das ist einfach der witzigste Workaround bzw. Fix, um das zu spielen. So, jetzt haben wir das TGM wieder umgestellt und jetzt sollten wir rein theoretisch reinkommen. Und es sieht erstmal ganz gut aus bis dato. Es ist geladen. Der Bildschirm sieht gut aus und wir sind drin. Das heißt also, falls ihr das Game regelmäßig abspielt beim Join, stell das TGM um in den Settings auf 0, damit du das hier quasi benutzen kannst. Jetzt habe ich noch eine einzige Kleinigkeit, die ich am Ende anmerken möchte in diesem Video. Und zwar ist das der Sprit. Wenn du jetzt im Setup drin bist, kannst du ja im Auto-Setup den Sprit umstellen. Und es ist ja gerade so, dass wir in den aktuellen Rennen, also die Anfangsrennen, die 15 Minuten gehen, nur 9 Runden Sprit brauchen. Und wenn du jetzt so ein Menü hast wie ich, dauert das ziemlich lange, das umzustellen. Das hatte ich im letzten Video schon gesagt, du kannst mit rechter Maustaste 10er Schritte umstellen anstatt 1er Schritte. Und dann nimmt er immer gleich ein bisschen mehr Sprit weg. Worauf ich dich hier aufmerksam machen möchte, was mir schon mal passiert ist, ich weiß nicht, ob das so ein spezifischer, ist nur bei mir passiert, Fehler ist. Du musst auf jeden Fall für jede Session den Sprit umstellen. Und bei mir ist es schon mal vorgekommen, dass ich im Qualifying 9 Liter drin hatte, dann in die Rennsession gegangen bin und hier vorne für 9 Runden Sprit eingestellt habe. Ich dann ins Rennen gegangen bin und ich dann aber trotzdem Sprit drin hatte für exorbitant viele Runden. Also der Tank war komplett voll. Das heißt, ich würde dir ans Herz legen, auf fortgeschrittenen Setup zu gehen, auf den Antriebsstrang und dann hier oben den Sprit umzustellen, falls es bei dir mal passiert sein sollte. Es ist nicht reproduzierbar, also einige aus dem Chat haben mir jetzt Feedback gegeben, dass die dieses Problem nicht hatten.
Bei mir ist es aufgetreten. Wenn du es hier drin umstellst, kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass es passt und der übernimmt dann auch den Sprit. Jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit, die ich für mich selber auch rausgefunden habe und das wirklich nur durch Zufall. Ich hatte ja in meinem ersten Eindruck erzählt, dass ich ganz wenig Fliehkräfte hatte. Also wenn das Auto in den Kurven ist und richtig geschoben hat, war das immer sehr, sehr leicht und lose. Bei mir war durch Zufall, haben sich die Einstellungen nicht gespeichert und ich konnte das irgendwann nochmal abgleichen. Wenn ich jetzt also hier in die Steuerung reingehe und Force Feedback, dann haben wir ja hier Steering Torque Sensitivity. Und das soll man eigentlich nicht für Direct Drives nutzen. Komischerweise, bei mir war irgendwann mal, also ich hatte es auf 0 gestellt am Anfang und irgendwann bin ich reingejoint und hatte auf einmal übelste Fliehkräfte und dachte mir so, wo kam das denn her? Und ich habe erst gedacht, es war der Hotfix 1, der rausgekommen ist, beziehungsweise Hotfix 2. Aber bei mir war es wirklich der Steering Torque Sensitivity. Als ich die hochgedreht habe, hatte ich auf einmal Fliehkräfte in meinem Lenkrad drin. Auch das ist nicht bei jedem so, der jetzt beispielsweise einen Simucube fährt oder eine andere Wheelbase. Also ich habe mit Chat darüber gesprochen, da sind ein, zwei Leute, die haben das gar nicht. Andere Leute, bei denen hat das wieder geholfen. Das heißt, falls du mal keine Fliehkräfte haben solltest oder die sind dir irgendwie ein bisschen zu gering, kannst du unter Steering Torque Sensitivity kannst du das Ganze hochdrehen. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt hier mal zusammenfassen für dich da draußen, falls du in 4K spielen solltest oder auch vielleicht in anderen Auflösungen dir das passieren sollte, wenn du eine Session joinen möchtest, kannst du oben auf die Settings gehen, wieder zurückgehen und dann nochmal beitreten und es funktioniert. Falls du 4K-Auflösung hast und du bist jetzt nicht so wie ich darauf angewiesen, dass du in 4K bist, weil du sonst irgendwie mit deiner alten Brille sich das in deine Netzhaut brennt, weil es einfach nicht schön aussieht, wenn man runterskaliert, dann kannst du auch gerne in 1440p spielen. Das ist so die Grenze, wo ich persönlich hier rausgefunden habe, dass alles super läuft, also menüflüssig, du kannst immer joinen und hast auch mit den ganzen anderen Sachen, die aufgezählt sind, keine Probleme. Falls du jedes Mal, wenn du in eine Session reinjoinen möchtest, Probleme hast, dass er dich kurz bevor du drinne bist, jedes Mal rausschmeißt, kannst du in dem Settings-File Display TGM auf 0 setzen, speichern, neu anmachen und dann kommst du rein. Und den Sprit, der ist für dich auch ziemlich wichtig, jede Session einstellen und am besten jede Session einstellen und am besten über das fortgeschrittene Menü. Und wenn du Triple Screen fährst, kannst du mit Steuerung, Shift und Zirkumflex, also die Linkstaste neben Backspace, kommst du in das Menü rein, um den ganzen FOV einzustellen, falls du es nicht im Config-File machen möchtest. Ich hoffe, das hat dir geholfen und du kannst damit ein bisschen was anfangen und kannst jetzt Le Mans Ultimate im Multiplayer fahren und das enjoyen. Vielen, vielen lieben Dank. Falls ihr auch solche Quirks gefunden habt, mit denen ihr kleine Probleme behoben habt oder beheben konntet, schreibt das doch bitte einfach unten in die Kommentare rein, weil dann können andere Menschen eventuell davon profitieren, weil der, Forumsmarkt sieht gerade sehr wild aus, den man so durchwühlen und durchforsten muss und es ist, glaube ich, schön, wenn auch alles so an einem Fleck ist. Und dann kannst du das Video gerne noch bewerten und mit deinen Freunden teilen. Und am Ende möchte ich mich nochmal bei den Kanalmitgliedern bedanken, die drüber hinaus noch die extra Meile gehen und diesen Content noch mehr unterstützen, als es eigentlich alle schon tun. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch einen unglaublich schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis denn, Dansen.